Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Na, Mäuschen. Ein tiefer Seufzer. Oh Gott, ey, ich könnte heulen, wirklich. Ich bin so fertig. Oh. Ihr könnt mich ja nicht sehen, wir wollen ja irgendwann das auch mal mit Bild machen, aber ich sitze hier gerade so dick eingepackt. Ja, mit richtig fetten Lenny Kravitz-Schal, falls es irgendwen da draußen noch gibt, der das Meme noch von früher kennt. Lenny Kravitz kennt so nicht, was das fetten Schal. Ich fand's so lustig. So siehst du aus. Saru sitzt neben mir, weil Felix meinte, nimm ihn mit, er macht mich fertig. Ich raste sonst aus. Ist okay. Dann ist halt ein Bellen oder irgendwas auf der Aufnahme, ist auch egal. Es ist eh alles egal. Jetzt komm mit, Hund, komm mit. Ich sehe dir richtig dolle an, dass es wirklich an der Messerschneide gerade ist. Ja, aber wirklich, es ist so krass, wie gut es sofort tut, dem einmal Raum zu geben, das auszusprechen, dann sowieso mit dir zu sein, weil es einfach gut tut, sich die Zeit zu nehmen für solche Gespräche, weil ich hätte mir niemals diese Zeit jetzt gegönnt, ja, mit dir zu telefonieren oder so. Ich bin ja eh nicht die Telefoniererin, ich glaube genau aus dem Grund, ja, weil ich es mir in Anführungszeichen nicht gönne, Zeit mit wem in dem Sinne zu verbringen, weißt du? Ja, kenn ich dann total. Denke ich so, na, in der Zeit könnte ich was anderes machen. Also klar ist es dann auch oft mit Me-Time verbunden, aber ich finde, es tut immer voll gut, wenn man solche Gespräche hatte. Ja, voll. Und bei mir ist aber auch so ein Ding, dass ich dann denke, ah ja, so schlimm ist auch nicht, ich mach einfach weiter im Text. Und dann unterdrückt man das automatisch, ne? Ja, voll. Okay, aber seid ihr heute? Nee, seid schon länger zurück jetzt wieder. Nein, seit heute. Seit heute, doch, hab ich doch richtig im Kopf. Ja, aber war so nicht geplant, weil du und ich, wir hatten uns ja für heute für die Poddy-Aufnahme verabredet und hätte ich gewusst, dass ich heute erst zurückfahre, hätte ich das nicht so getaktet. Aber ich wollte nicht absagen, weil es ja auch mit den Terminfindungen gerade schwierig ist. Genau, und dann kam gestern Abend Felix von diesem JGA aus Düsseldorf wieder. Und, ey, wir sind auch immer so verplant, ne? Wir sind so verplant, wirklich. Auch Kind macht es nicht besser. Wir leben immer so, ja, dann planen wir das so und so und so und dann kommt plötzlich die Situation und dann stehen wir so davor und denken so, ja, was war denn das für ein Scheißplan? Geht gar nicht auf. Also zum Glück stresst es uns dann immer erst ab dem Moment. Okay, das war ein Sauruf. Hab ich nicht gehört. Ist der mit drauf oder hast du ihn nicht gehört? Hab ich nicht gehört. Schade. Weil er ist auch so gestresst, der arme Hund. Alles ist hier gestresst, ey. Kleiner Stressfurz. Oh Gott, ey. Hallo, du bist in Elternzeit, ja? Das ist voll Urlaub. Ja, voll Urlaub, ey. Nix zu tun. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Und mit deiner Zeit. Ach, ja, genau. Naja, und dann stresst es uns zum Glück nicht, bis wir vor diesem Punkt stehen, wo wir merken, der Plan geht nicht auf. Und dann hinterfragen wir uns so, hä? Wieso haben wir das so geplant? Aber keine Ahnung, vielleicht ist es besser so, dann da reinzustolpern. Auf jeden Fall dachten wir, dass es eine gute Idee wäre, dass ich mit Sack und Pack und Kind und Hund vorfahre und Felix dann Sonntag spät nachts nach dem JGA ankommt, wo ich mir auch denke, genau, wir leben eh in diesem 10 Quadratmeter Apartment, dann müsste er da reinkommen, alle wachen auf, Zaro bellt, Babyboy schläft nicht, ich liege sowieso wach, bis er da ist und ach, dass ich alleine mit dem Auto mit allem Kram fahre. Ne? Wir waren ja 10 Tage bei meinem Papa, weil die Hofsituation so scheiße ist. Also, habe ich ja schon öfter erzählt, mittlerweile ist es ja fast Winter und wir müssen hier immer zwischen den Räumlichkeiten hin und her wechseln und dann gab es mit den Handwerkern Probleme. Aber jetzt sind wir dann heute gefahren und Felix ist gestern Abend gefahren, also so rum war es viel besser. Dann konnte er auch schon mal ein bisschen das Apartment einheizen. Das heißt, bevor wir da ihr habt dann schon, ankommen. Bevor ihr es durchgeführt habt, gemerkt, okay, Kackplan mit Sack und Back ja, und ja, zum Glück. Okay. Ja. Das ist schon mal eine gute Reihenfolge. Ja, und auch ja für mich spät nachmittags oder so mit ihm Auto fahren kommt ja nicht mehr in Frage nach diesem einen Höllentrip. Ja. Aber ich bin jetzt wieder ein bisschen geheilt, seitdem er vorne neben mir sitzen kann. Verstehe ich. Ja. Ey, und dann heute, oh Mann, ich weiß nicht, wer sich mit diesen Dingen so gut auskennt. Ich kannte mich vorher nicht damit aus, dass es Wärmepumpen gibt. Das sind ja diese Dinger, die man so draußen an die Häuser dran baut. Werden ja momentan richtig gut für teures Geld verkauft. Ja, wollen viele haben. Deswegen haben wir uns
nicht für diese Dinge entschieden, sondern für Klimasplit-Geräte. Das sind die kleinen Formen davon. Und die sollen einfach schon seit Anfang Oktober eingebaut werden. Heute war der Tag der Tage, ganz plötzlich. Wo ich mir auch dachte, am Telefon war wieder so eine Situation. Ich so, ja klar, kommt vorbei, macht es einfach. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, wir sind aber auch dann auf dem Weg dorthin. Dann ist das ja doch wieder eine Baustelle. Und ich mit Baby, wo sollen wir dann hin, wenn die daran rumwerkeln? Das heißt, wir sind dann irgendwann mittags los, zu der Zeit, die gerade noch okay war für ihn, dass er nicht so knörig wird. Und dann haben wir noch in einem anderen Dorf, in einem Café Zeit verbracht. Damit die mehr Zeit und dann war ich im, oder? Genau, damit, dann war ich mit Felix immer in Kontakt. Wann sind die fertig? Wann können wir kommen? Da war ich aber noch voll entspannt. Aha. Aber ich merke jetzt am Ende des Tages raus, dass es mich stresst. Weil Felix und ich gerade auch in dem Mini-Apartment neben unserem Mini-Apartment gegessen haben. Mhm. Weil der Durchbruch da, wo ich gepennt habe, letzte Woche gemacht, genau. Mhm. Und der Durchbruch wurde letzte Woche gemacht. Also in den Räumlichkeiten, wo wir wohnen, ist es schön. Da haben wir es uns ja eingerichtet seit Juni. Aber zwischendrin überall nicht richtig verputzt. Da muss gestrichen werden. Da ist Dreck auf dem Boden. Da muss noch Vinyl verlegt werden. Also so leben wir gerade. Ne? Mhm. Kennen bestimmt die eine oder der andere. Weil ich finde, das ist voll der Klassiker irgendwie. Ich frag mich auch, warum. Vielleicht ist das so ein riesen Nestbautrieb, sobald jemand schwanger ist, dass man denkt, so, und jetzt kaufe ich ein Haus. Und jetzt bauen wir. Oder whatever. Jetzt heiraten wir immer noch diese riesen Dinge. Ja, die müssen ja schon erledigt sein. Ja. In Angriff nehmen, wo ich mir denke, es ist auch alles schon stressig genug. Wir dachten halt auch, es wäre eine gute Idee, aber ist es auch weiterhin. Ich bin auch froh, ich würde es nicht anders machen wollen. Aber gerade saßen wir dann halt in diesem kleinen Mini-Raum nebenan, auf dem Bett beide im Schneidersitz. Ich halt auch schon so fett eingepackt. Saro kam null zur Ruhe, weil es wieder ein neuer Raum war. Und Baby und wir hat drüben geschlafen. Abend, genau, mhm. Baby hat drüben geschlafen, wir mit Babyphone. Und dann beide da mit vier Toast auf dem Teller jeweils und haben uns das geschmiert auf dem Bett und uns einfach nur angeguckt und mussten so losprusten, weil wir so dachten, Alter, was machen wir hier? Welcome to Parenthood, wir sind voll erwachsen jetzt. Ja, und ich dachte mir auch so, das sage ich auch so oft zu Felix, stell dir vor, unser Baby wäre nicht so gut drauf in dem Sinne. Ja. Dass er diese ganzen Veränderungen immer mitmacht, ne? Mhm. Guck mal, wir waren 10 Tage bei meinem Papa, wir haben schon mal bei meiner Mutter geschlafen, wir waren davor ein Wochenende auf Rügen, weil wir ja gerade hier vor dieser Situation auf dem Hof flüchten. Ja. Und ich denke mir so, du bräuchtest einfach nur so ein reizüberflutetes Baby. Total. Dann könntest du sowas knicken und dann wäre es richtig schlecht. Wäre richtig blöd. Ja, voll. Oh. Vor allen Dingen kommst du ja auch irgendwie so in deinem Mama-Alltag noch gar nicht richtig an, ne? Ja, ja. So mit Routine. Da könnte ich mich auch manchmal reinsteigern. Ja. Erzähl. Also, wo ich mir so denke, oh, man könnte sich jetzt auch richtig reinsteigern, dass man es jetzt mit Baby noch nicht so richtig schön hat, ne? Mhm. Also, ist bei mir tatsächlich, wenn ich so tief fühle, nicht da, dieses Gefühl, aber so theoretisch könnte ich mir denken, dass manch ein anderer Mensch das vielleicht richtig schade finden würde. So, oh, und jetzt ist das Baby neu da und wir hechten hier irgendwie nur von A nach B. Keine Ahnung, also war so eine Überlegung von mir. Mich stört es tatsächlich nicht so doll. Im Sommer fand ich irgendwie alles ganz schön. Wir waren die meiste Zeit draußen und ich glaube, da hätte ich einfach nicht viel mehr gebraucht. Da war ich manchmal sogar ganz froh, dass wir nicht so viel Platz zur Verfügung hatten, weil hätte man ja auch alles putzen müssen. Ja. Das ist der eine Vorteil hier, den man hat. Ja, nee, aber ja, so langsam jetzt, ich weiß auch nicht, dieses dunkle, kalte Wetter lädt ja auch so zum Kuscheln ein. Mhm. Ne? Und das vermisse ich jetzt gerade. So langsam wird es akuter, dieses Gefühl, dass ich denke, so, und jetzt will ich auch wirklich mal zur Ruhe kommen. Mal ankommen. Gerne ankommen, genau. Mhm, verstehe ich voll. Ja. Vor allen Dingen auch so, die, jetzt fängt ja auch die Zeit an, und, weil Bibi ist ja jetzt 3 Monate alt, ne? Das war ja auch so das Ziel der Folge, dass wir mal die ersten 3 Monate Mama sein zusammen reflektieren. Und ich habe mir dann auch nochmal so überlegt, okay, wie war das eigentlich bei mir oder bei uns? Und was ich mir vorstellen kann, ist ja auch der Alltag, berufliche Alltag von Felix ist ja wieder zurück, ne? Schon seit einiger Zeit. Mhm. Das fand ich dann schon mal auch eine große Veränderung, weil dann so diese rosarote Brille und dieses komplett nur, diese neue Welt,
wo man nur so zu dritt existierte und es nichts anderes eigentlich fast gab und dann nicht mehr da war und die ersten anderen Verpflichtungen und Verantwortung wieder kamen. Ich weiß auch noch, dass ich echt eifersüchtig teilweise war. Ich so dachte, du kannst hier ganz alleine deinen Kaffeeziner für Arbeit und ihn ganz in Ruhe trinken. Und du kannst bestimmen, wann du in dieses Meeting gehst und ob du 5 Minuten später kommst. Ist so. Ich fand's richtig kacke. Ja, feel it. Immer noch. Und dann hast du ja noch nicht mal in der Zeit dieses, weil dann kam irgendwann, dass ich mir dann auch, ich weiß, die erste Zeit hat auf jeden Fall Flo auch immer noch nachgefragt, okay, es war ja eh Homeoffice wegen Lockdown, also da war gerade bei uns, als Pina zu alt war, der Lockdown am Ausfaden, heißt, man war eh noch nicht so viel unterwegs und er auch noch von der Arbeit her viel zu Hause. Und da hat er mich schon immer dann gefragt, okay, wollen wir zusammen jetzt eine Runde spazieren gehen oder so? Das heißt, wir hatten noch so ein bisschen Karenzzeit oder Übergangszeit. Mhm. Und dann kam eben irgendwann die Zeit, wo man so seinen Flow hatte, wo man wusste, okay, heute ist Montag, da gehe ich dahin, Mittwoch mache ich dann mal das. Dann kam irgendwann ja unser P-Kip-Kurs, war in der Tat mit 4 Monaten. Und genau daran musste ich gerade so denken, wo du dann gesagt hast, dass ihr so viel noch hin und her jettet. Ja. Dass da die Zeit dann noch ein bisschen mehr dann braucht. Total. Aber lustigerweise, ich wurde jetzt am Wochenende bei einer Babyparty gefragt, wie ich mich eingefunden habe als Mama. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und musste sagen, also mit einem guten Bauchgefühl endlich, also ich habe es lustig gesagt, dass wir jetzt über den Berg sind. Also so fühlt es sich an, weil bis dato gab es noch so viele neue Momente, wo ich immer so ein innerliches Zittern hatte, so wie du auch meintest, dann hat Felix wieder zu arbeiten angefangen. Dann hieß es, okay, jetzt muss ich die erste Strecke alleine Auto mit ihm fahren. Mhm. Dann war ich das erste Mal ohne ihn einkaufen. Also es gab ja 1000 erste Male, die ich finde so nervenaufreibend waren. Und dann bin ich jetzt irgendwie am Samstag da zu dieser Babyparty gefahren und es war entspannt, weil es war dann nicht wieder die erste Autofahrt, wo ich ihn vorne neben mir hatte, sondern schon die dritte oder so. Und ich wusste, es ist morgens, es geht ihm gut, es geht mir gut. Und ich hatte davor schon eigene Einzeldates mit ihm gemacht, also wusste, welche Sachen ich packen muss. Ich hasse es ja auch, wenn ich dann zu bepackt bin, das heißt... Ich kenne mich schon aus mittlerweile, was wirklich nötig ist und was nicht. Genau, und da war so das Gefühl so, oh, irgendwie in diesem neuen Zweiergespann, das wir ja wirklich oft sind, fühle ich mich endlich mehr angekommen. Mhm. Auch wenn immer noch nicht in unserem Zuhause, aber in dieser Konstellation schon. Und das tat voll gut, das einmal so für sich einzugestehen. Und da meinte ich auch zu den 2 Mädels, die mich das gefragt hatten, ey, ich muss es jetzt mal aussprechen. Ich bin stolz auf mich und ich finde, wir machen das echt gut. Süß. Ja, weil ich nämlich das Gefühl hatte, das hatte ich ja auch schon irgendwann mal zu dir gesagt, darf man jetzt eigentlich noch auf Instagram auch positiv über Mutterschaft und so sprechen? Weil ich finde, das ist auch gerade so ein Trend, ist ja auch total gesund und vielleicht nimmt das deswegen auch so Überhand, weil es so lange nicht gesehen wurde, wie einsam man ist, wie viele Probleme es mit sich bringt, wie viel Überforderung und Erschöpfung. Und ich weiß nicht, ob das nur in unserer Bubble so ist oder weil ich so vielen Accounts in der Richtung folge. Sicherlich, weil keine Ahnung, viel mehr die positiven, schönen Omi beim Einkaufen, oh, unser erstes süßes Baby, diese Karten, 1 Monat alt. Also ich glaube, wir haben schon eine krasse Bubble. Aber wo hört man irgendwo, dass mal eine Mama sagt, ey, ich bin stolz auf mich? Oder ich finde uns gut. Viel. So, oh ja, echt? Das geht doch alles voll. Aber auch auf Instagram, ich habe das nirgends gesehen irgendwie. Und ich habe es auch bislang noch von niemandem gehört. Ja, da würde ich echt sagen, dass du dann schon auf den, kenne ja auch den Accounts, die du bei mir folgst, die ja schon differenzierter und ein bisschen andere Perspektiven mit reingeben. Bei uns, ich würde jetzt auch sagen, auch neben ein paar Monate vor und nach dir sind bei uns im Freundeskreis auch noch mehr Eltern geworden. Oder eher vor, nach dir nicht mehr. Du warst bisher erstmal die Letzte. Wobei bei uns im Freundeskreis aus einem alten Wolfsburg-Freundeskreis kommt ja jetzt bald die Nächste. genau, und die waren am Wochenende auch da. Und da höre ich auch eher so ein, ja, voll gut und schön und eher dieses Positive als nur schwierig und kacke. Das höre ich selten.
Ja, aber ich meinte speziell dieses wirklich mal zu sich selbst sagen, hey, ich bin stolz auf mich, ich mach das gut. Das irgendwie war voll die Einsicht für mich, dass ich das irgendwie nie von irgendwem höre und auch, glaube ich, nie bei meiner Mutter irgendwie mal gesehen habe im Selbstbild, geschweige denn, dass sie mal vor mir sich selbst irgendwie gelobt oder geliebt hat, so in dem Sinne, dass sie mal vor mir gesagt hätte, dass sie sich selbst schön findet oder so. Das ist mir irgendwie so aufgefallen. Ja, auf jeden an dem Wochenende. Also, ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Thema, aber das finde ich auch, gerade auch, wie du sagst, sie ist selbst. Habe ich es da dann mal ausgesprochen. Ja, sehr gut. Ist ja auch letzten Endes kackegal, ob was jetzt überwiegt, sondern wenn du das in dem Moment kundtun möchtest und vor allen Dingen auch das so empfindest, dass du dir das selber noch mehr geben darfst und auch andere das sehen dürfen, wie man sich selber das dann mal gönnt. Das ist doch schön. Ja, das tat voll gut. Und genau, ich war dann auch froh drum. Wer weiß, inwieweit uns das zugutekommt, dass auch Babyboy jetzt da so oft mit hin und her muss. Mhm. Weil letztendlich würde ich es auch schön finden, wenn man damit transportieren kann. Und das versuche ich mir auch die ganze Zeit irgendwie ins Gedächtnis zu rufen. Solange wir alle beisammen sind, ist doch alles gut. Also, dass wir uns vielleicht nicht so dolle von den äußeren Umständen abhängig machen, sondern ja daraus voll viel schöpfen können, dass wir beisammen sind, dass wir trotzdem unsere Nähe haben. Und auch mein Papa war so süß. Mhm. Wir waren jetzt ja 10 Tage wirklich bei ihm am Stück. Krass, waren das 10 Tage? Und dann hat er heute... Ja, und dann hatte er heute auch beim Abschied Tränen in den Augen, weil er hat sich auch voll an uns gewöhnt. Ja. Ne? Und guck mal, wie cool ist das? Dann waren wir da, dann war er ja so Ende 10. Woche wahrscheinlich alt, wo ich mir auch denke, hey, wer erlebt das schon mal mit? Ne? Also meine Mutter hat es ja auch im Wochenbett hier miterlebt. Aber wie schön, dass auch mein Papa das dann miterleben konnte, wie klein er war. Und am Anfang war er immer super unsicher mit ihm und beim kleinsten Knören so, ich glaube, er will wieder zu dir. Das ist lustig, ne, bei so ganz und jetzt kleinen, am Ende, wie alle da so ja. dolle vorsichtig sind. Mhm. Ja, und jetzt am Ende war er halt schon immer so, komm, ich nehme ihn nochmal, ich schnappe ihn mir nochmal und dann direkt so einen Fliegergriff und seine ganzen Witze mit ihm gemacht und er hat sowieso immer schon sich ins Fäustchen gelacht, wenn er Opi gesehen hat, das war richtig niedlich. Ja, oh Mausel. Ja. Na, jetzt hast du dich ja stattdessen, dass du mal ins Negative reingegangen bist und dir den Raum da hast freien Lauf gelassen, hast dich direkt wieder, also eigentlich ist alles gut, alles weg, alles positiv. Hä? Ich habe mich doch schon voll ausgekotzt. Am Anfang fandest du? Ich fand, das war gar nichts. Echt? Ja, ich finde, du bist super schnell. Hast du dich da rausmanövriert? War kurz so ein, ist eigentlich ganz schön viel und so. Aber nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist alles so gut, wie es ist. Ist voll schnell die Kurve gekriegt. Ja, ich fühle mich jetzt aber auch wieder gut. Sehr gut. Das war ja die Hauptsache. Aber ich habe Tränen erwartet, die kamen nicht. Und habe am Anfang gedacht, oh, das ist die erste Folge, wo wir mal live heulen. Na, da muss es wahrscheinlich 3 Häuser geben. Wobei könnte man so rechnen. Was muss es geben? Ich wollte 3 Häuser sagen, im Sinne von, dass ihr 3 Baustellen habt. Aber wenn man es genau nimmt, das Haupthaus, die Scheune und die Apartments, kann man als 3 Häuser nehmen. Also bräuchte man ja noch mehr. Bist du dann hier sitzt und sagst, nee, jetzt habe ich wirklich keinen Bock mehr. I'm out. Ja. Nee, aber ich hatte mir ein paar Notizen gemacht, was ich unbedingt noch ansprechen wollte. Was so diese 3 Monate bis zu diesem Ist-Zustand jetzt ja mit sich gebracht haben. Es war ja nicht die ganze Zeit so, dass ich mich angekommen gefühlt habe, sondern genau ja das gefühlt habe, was ich vorher kurz angesprochen hatte, dass man immer oder ich immer dieses innere Zittern hatte bei jeder neuen Situation. Und auch Felix Gefühl von Zerrissenheit total überwogen hat. Also, weil wir, glaube ich, uns oder vorher... Bei euch? Genau. Also er hat das immer so ganz doll im Fokus gehabt, dieses, boah, ich fühle mich so zerrissen, ich werde gerade nichts und niemandem gerecht. Mhm. Und bei mir war es eher so ein Zittern. Mhm. Genau. Weil ich öfter mal gesagt hatte, ja, ich hatte mir das Wochenbett ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, wir kuscheln auch mehr zusammen. Aber das konnte er zum Beispiel gar nicht richtig sich gönnen oder wie auch immer man das nennen mag, weil hier Riesenbaustelle ist und war. Und
er eher so in diesen Machermodus verfallen ist und immer meinte, er ist jetzt eher der Umsorger und will jetzt hier alles drumherum machen. Konnte ich auch voll verstehen, aber dann kam ich halt immer um die Ecke mit, ja, aber willst du nicht mit uns kuscheln und hier und jenes und da? Und das hat, glaube ich, auch nochmal mehr das getriggert, dieses Zerrissensein, weil er meinte, ich habe das Gefühl, ich kann gerade nirgends richtig zu 100% anwesend sein, weil diese ganzen neuen Rollenbilder ja auf einen einprasseln, ne? Also es ging ja damit los, plötzlich Papa, ich finde es immer auch so krass, dieses Wort, dann wir als Eltern, aber auch verbleibendes Liebespaar und beste Freunde, dann aber hier Hofbesitzer. Also es war so krass auf einmal, was alles da auf uns eingeprasselt ist. Mhm. Genau, und bei mir hat das eher so was Ängstliches, glaube ich, ausgelöst mit diesem Zittern. Und bei ihm halt dieses Zerrissensein. Genau, und da mussten wir auch schon einige Gespräche führen, bis Streits durchmachen. Das war ja auch schon nochmal eine Idee für eine separate Folge, weil ich glaube, dass das einfach ja viele betrifft und dass man da echt mal so einen grundsätzlichen Streit gut beleuchten könnte aus ich sehe dich nicht und du siehst mich nicht und ich habe recht und du machst das. Genau. Meine Situation ist schlimmer. Also das hält noch ein paar Jahre an. Ja. Oder würde ich sagen, kommt immer mal wieder in Phasen, weil genau diese Zerrissenheit ist ja das, was man erstmal wieder lernen muss. Und gestern habe ich auch so den Gedanken gehabt für neue Reels und da hatte ich dann auch den Gedanken, dass ja auch gerade wir in unseren Beziehungen sehr stark darauf achten, eben gleichberechtigt zu sein und dass eine gleichberechtigte Elternschaft eigentlich nicht vereinbar ist. Insofern, dass nicht alles 50-50 aufzuteilen ist. Punkt. Ja. Geht nicht. Und das ist ja erstmal so der Grundtenor in einer Gleichberechtigung, ne? Dass keiner irgendwie was verlieren muss oder sich irgendwo aufgibt und dass man sich überall oder dass man sich selbst auch tragen kann weiterhin. Aber letzten Endes geht es ja gar nicht darum, alles wirklich in der Mitte einmal zu teilen und jeder hat gleichberechtigte Häufchen, sondern man ist wirklich ein Wirtschaftsunternehmen sozusagen, ein gemeinsames. Und diese Denke dann eher aufzunehmen, ist eben viel zielführender, als dann eben zu sagen, weil ich hatte auf jeden Fall auch dieses innerliche im Wochenbett, wenn Flo dann auch sich kümmern wollte, viel die Geschirrspüle ausgeräumt hat, die Wäsche gemacht hat, was auch immer, habe ich innerlich schon so gefühlt gezählt, ist jetzt übertrieben gesagt, aber dachte mir so, okay, morgen machst du das wieder. Weil ich auch, ohne Witz, kenne ich. Ja. Das meine ich mit gleichberechtigter Elternschaft. Wenn man halt immer diese innerliche Uhr mit drin hat, die voll unbewusst ist. Also ich merke einfach nur, wie der Druck dann immer auf einmal kam und ich dann auf einmal nicht mehr liegen bleiben konnte. Und oder er dann auch mal meinte, meine Güte, kannst du nicht das jetzt einfach mal zulassen? Und ich so dachte, nee, will ich nicht. Weil ich das ständig im Hinterkopf hatte, dieses gleichermaßen aufgeteilt. Ja, ich habe aber auch das Gefühl, also bei mir ist es aber auch so, ich kann ganz schlecht annehmen. Mhm. Bei mir geht das ja auch wieder in die Richtung, wie in dieser Glaubenssatzfolge, ich muss funktionieren und ich muss leisten, um geliebt zu werden. Aber trotzdem auch total in dieser Gleichberechtigung. Da merkt man wieder mal, wie multifaktoriell es ist. Mhm. Und, oh Gott, jetzt mein Stillgehirn. Eigentlich hatte ich noch einen Punkt, aber ich merke schon, wie er mir entgleitet. Entleucht. Genau, entgleitet. Genau das meine ich übrigens mit im ersten Jahr arbeiten. Meine Fresse, als ich dann auf einmal wieder auf Englisch auch reden musste. Ich habe einfach losgesprudelt und zwischendrin im Satz gemerkt, dass die Worte gar nicht da sind. Ja, krass. Das war echt lange genug. Ich wollte schon nicht. So, warte, ich wollte noch auf einen Punkt hinaus. Gleichberechtigung, Glaubenssatz. Ach so, genau, ich wollte darauf hinaus, dass ich auch glaube, dass es auch wieder was mit dem Frauenbild zu tun hat, dass vielleicht gerade wir Frauen im Wochenbett uns das dann schlechter abnehmen lassen können. Siehst du, sage ich schon, abnehmen lassen können. Mhm. Weil es eigentlich ja die stereotypische Aufgabe der Frau und Mutter dann auch vor allem Mutter Richtig, ist. Ne? Ich sage speziell Mutter, weil wir dann zu Hause sind und aktuell ja nichts weiter leisten, außer Baby, was eigentlich, habe ich auch letztens wieder den Post gesehen, einem Vollzeitjob rein das Stillen gerecht klar. wird. Ne? Ja, ja. Ey,
Genau, und trotzdem gehen wahrscheinlich trotzdem diese Gedankenmuster bei uns an oder Spiralen, weil es halt sonst immer nicht gewertschätzt wurde. Genau, ich darf nicht nur Mutter sein. Ich darf nicht mich einfach nur bekümmern lassen. Die Rolle alleine reicht nicht aus. Safe ist bei mir auch zu 120.000% richtig stark vertreten. Ich habe ja während meiner Elternzeit dann nochmal mehr Identity. 1 Million. Wir müssen schon lachen, weil es so absurd ist im Nachhinein, ne? Meine Selbstständigkeit hochgezogen, beziehungsweise da mein Coaching-Buch verfasst und meine Webseite aufgebaut. So eine Rotze. Fuck it, ey, nächstes Mal. Ja, so krass, ne? Mhm. Ja. Und das fand ich aber auch cool, wo du das sagst, weil ich habe jetzt in letzter Zeit so ein paar Podcast-Folgen gehört. Folgen? Nicht nur Podcasts. Da wären wir wieder. Ich hasse es ja, wenn jemand Podcast zu Podcast-Folgen sagt. Wer uns aufmerksam folgt, weiß das. Und da waren so ein paar Mütter auch, die interviewt wurden. Finde ich ja momentan eh voll spannend und höre mir deswegen gerne unterschiedliche Frauen, unterschiedliche Mütter an, aus verschiedenen Bereichen auch, wo sie arbeiten oder tätig sind. Wann ziehst du die eigentlich immer rein, die Folgen? Ganz oft, wenn ich in unserem 10-Quadratmeter-Apartment still sein muss, während der Kleine schläft. Und ich dann irgendwo rumschleiche, neben ihm liege, im Sessel sitze oder, keine Ahnung, irgendwas so rumräume, habe ich die Kopfhörer im Ohr. Oder auch beim Spazierengehen zum Beispiel mit Zaro und ihm. Ja. Und da ist mir aufgefallen, das waren auch wieder alles super starke Frauen. Die eine war sogar auch Gynäkologin, die andere war, was weiß ich, selbstständige, bla bla bla. Also alles ziemlich starke Frauen und Powerfrauen. Ja, Powerfrauen, ey. Richtig krasse Working Moms. Ja, krass geil. Also, wir mögen die Begriffe nicht, wie ihr vielleicht Jens merkt. Weil es gibt keinen Working Dad oder keinen Power Man. Ja, nee. Powerman sitzt so nachhaft an. Sitzt so bescheuert an, ey. Komm her, mein Powerman. Ja, toll, danke. Superwoman. Als was gehst du zu Karneval? Als Powerman. Powerman. Was machen heute feministische Kostüm. Merkt man schon. Das ist einfach das geile feministische Kostüm. Lächerlich. I'm a Powerman und auf dem Rücken steht irgendwie, ich bin ein Dad, der auch endlich mal stillt oder irgendwie sowas. Ja, okay, also eine richtige richtige Ehefrauen von Powerman, von Powermännern. Yes. Und die hatten eins gemein, was ich total interessant fand, die haben halt alle gesagt, ja, nur das Muttersein hat mir nicht gereicht, kann ich nachvollziehen, geht mir auch so. Aber die haben dann ganz, ganz früh wieder angefangen mit Arbeiten, teilweise nach 6 Wochen oder so, wo ich dachte, da wäre ich niemals klargekommen auf mein Leben. Da war ich noch komplett in dieser Heulphase und auch körperlich und so. Ich finde, das nimmt auch so eine falsche Richtung irgendwie an. Also klar, wenn die sich danach fühlen, ey, go for it, aber ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man noch mehr diesen Tenor jetzt aufmacht von wegen, ey, auch das können wir noch. On top, hau rein. Also ich fühle mich total. Genau, ich fühle mich sofort unter Druck gesetzt und dann hinterfrage mich dann so, muss ich das jetzt auch noch machen? Mhm. Und gleichzeitig finde ich, vergisst man, was wir auch körperlich Extremes leisten. Ja, finde ich auch. Und psychisch auch, ne? Und also dafür plädieren bin ich ja auch so. Genau, stimmt. Da. Ja, das vergesse ich auch noch immer. Ja, total. Und genau, dass sie dann halt erzählt haben, dass sie dann sich auch gelangweilt haben und gemerkt haben, wie ihr Gehirn abgebaut hat quasi. Mhm. Und da wiederum habe ich dann auch an dich gedacht, weil du hast ja auch trotz Elternzeit hier dein Business zu Hause aufgebaut und wir haben unseren Podcast, ich habe auch meinen Instagram-Page und ich bin damit voll zufrieden, das habe ich dann auch Felix an dem Tag erzählt, dass ich das in dem Sinne nachvollziehen kann, dass man auch Input braucht, aber ich finde, den kann man sich halt auch anders holen als jetzt, also kann jeder machen, wie er sie will, bla bla bla. Ich rechtfertige das jetzt hier wieder, dass es nicht zu stark rüberkommt oder zu verurteilend. Aber ich für meinen Teil bräuchte es jetzt nicht so ewig lang schon vom Baby irgendwie getrennt zu sein. Und vielleicht gibt es dann auch für die ein oder anderen Grund, dann schneller abzustillen oder so. Also ich merke, wie das irgendwie in mir so einen Druck aufbaut, den ich aber gerne rausnehmen möchte und mir sage, hey,
auch wenn es dadurch ja nicht so gleichberechtigt ist, um den ganz großen Kreis zu schließen, wie du von Anfang an meintest, dass wir ja alle hier jetzt gerade versuchen, komplett gleichberechtigte Partnerschaft zu leben, geht es nun mal auf dieser körperlichen Ebene nicht. Und ich habe dieses Baby 10 Monate in mir getragen. Mein Körper ist noch komplett in der Rückbildung. Ich will jetzt noch nicht wieder los und auch nicht nur, um in Anführungszeichen jetzt hier feministische Mutterschaft irgendwie zu leben. Total, finde ich auch. Das ist für mich auch so eine Tendenz, die sich dann, wie du sagst, abzeichnet, dass letzten Endes, wenn du eine emanzipierte Mutter bist, dass du halt schnell wieder in diesen Leistungsanspruch oder Rhythmus reinkommst und dass dann alle klatschen. Also das ist auch so das Thema, ne? Also ja, voll. Wenn du eine super gute Rückbildung hast, Wunden, die schnell heilen, du schnell wieder auf den Beinen bist oder auch einfach, wie du gerade vorhin, um auch den großen Kreis zu schließen, sagst, ich bin stolz auf uns, dass wir angekommen sind, steht da keiner und klatscht und sagt, man macht ihr toll, ist cool, werdet zu einem Podcast eingeladen und werdet gefragt, wie macht ihr das denn eigentlich? Sag mal, wie haben Sie das geschafft, Frau Drewes, innerhalb nur 3 Monaten sich als Mutter angekommen zu fühlen, ein Hof zu haben, den Sie gerade neu aufbauen und dabei noch Ihre Partnerschaft glücklich und aufrecht erhalten? Interessiert. Ja, wird einfach vorausgesetzt, ja, genau. Ne? Es wird einfach vorausgesetzt. Und das, sondern man wird dann zu fucking Podcasts eingeladen und man hört, man kriegt zigtausend Likes, wenn man sagt, also, ich habe ja übrigens noch eine Marke gegründet und setze mich jetzt, ich sage jetzt, ich bin jetzt ganz ketzerisch, setze mich jetzt für arme Kinder in Not ein und finanziere, was weiß ich, Initiativen gegen Abholzung in Regenwald oder so. Dann hat Frau endlich was geleistet, wenn sie das machen kann. Ja. Aber vorher wird man halt nicht gesehen. Und das finde ich auch so traurig. Und das ist wirklich das Problem an diesem ganzen Mental Load Care-Arbeitsthema. Und bei Mental Load fasse ich jetzt auch mal diese psychische Arbeit, die wirklich das Gehirn ja von alleine einfach durchzieht. Weil man muss sich wirklich immer wieder dieses fucking krasse Bild vor Augen führen, wie einfach diese Hormonskala hoch und runter geht, einmal wenn man schwanger ist und dann nach der Geburt. Und man verinnerlicht sich einfach nicht, was das eben mit dem Gehirn macht und was das eben mit deiner Psyche, mit deiner Wahrnehmung macht. Ich habe auch heute nochmal ein sehr schönes zusammenfassendes Reel dafür gesehen, wo nochmal Risikofaktoren für Depressionen aufgezählt worden sind. Ja? Also wie, wann, bei welchen Menschen oder in welchen Situationen, in welchem Umfeld es denn sehr wahrscheinlich ist oder du eben risikobehafteter für Depressionen bist. Und all die Sachen, ich musste so lachen innerlich, es sind alles Parameter, die ersten Monate als Mutter beschreibt. Krass. Das ist Schlafmangel, das ist das soziale Isolierung, weil du bist auch einfach erstmal isolierter. Mhm. Das sind Hormone, die hoch und runter eben gehen, also Hormonschwankungen natürlich. Das sind, wenn sich dein Lebensinhalt auf einmal extrem ändert und du nicht hinterherkommst. Mhm. Das ist, wenn du auf einmal Beziehungen nicht mehr so führen kannst wie vorher. Sich vielleicht auch Leute von dir abwenden. Das ist, wenn du nicht mehr deine Hobbys so nachgehen kannst wie vorher, weil du Einschränkungen in deinem Leben hast. Das sind 6 alleine schon, die ich so aus dem Kopf sagen kann. Und das waren, glaube ich, 7 bis 10, die da aufgezählt worden sind. Und das sind wirklich nur Risikofaktoren für Depressionen allgemein. Und das sind halt alles Dinge, wo insbesondere die Mutter, weil sie halt viel schneller aus dieser, klar, sind, hey, also for the dads oder die Partei, die dann schnell wieder arbeiten gehen muss, die haben eine andere Story, warum das auch echt hart ist. Aber ich will erstmal nur die Story erzählen, wie hart es eben ist, in dieser Elternzeit-Bubble zu bleiben, die ja keine Sau ernst nimmt. Die keine Sau ernst nimmt. Wirklich nicht. Wo man einfach so denkt, ja geil, chill mal dein Leben, du schlaf doch, wenn das Kind schläft und dann ist eh alles easy peasy. Also halt die Fresse. Und dann, ja, komm mal schön nach einem... Ja, wir haben gerade den Rhythmus, dass er 1 Stunde schläft, 1 Stunde wach ist. Ja, also vielleicht okay, auf Knopfdruck, zack, und jetzt schläfst du auch ein.
Und dann bist du auch wieder hellwach. Hat so mein Kopf. Weil dein Schlafzyklus ist ja auch 45 Minuten nur lang wie der eines Babys. Eben nicht. Du kommst dann richtig schön aus deiner Tiefschlafphase raus. Ey, hat so mein Kopf gebumselt. F-Bomb. Ja, weil irgendwann, so nach, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Monate, wo das ja Folter eigentlich ist. Das ist Folter früher gewesen. Und immer wenn du einschlafen wolltest, irgendwie, weiß ich nicht, ACDC angeschmissen hat. ACDC angeschmissen hat und du nicht einschlafen konntest. Und irgendwann dachtest du dir, also war bei mir so extrem, dass ich dann auch so zu Flo meinte, ich kann nicht einschlafen, weil dieser Gedanke, diese Ungewissheit, dass ich nicht weiß, kann ich eigentlich jetzt schon wieder aufstehen? Reicht das überhaupt? Lohnt es sich? Weil dieses Gefühl, aus dieser Tiefschlafphase so rausgerissen werden zu werden, ist so eklig auch. Dann dachte ich mir manchmal so, ja gut, bleibe ich einfach für immer wach jetzt. Egal. Gott, ey, ja, ich fühl's. Und? Wir hatten jetzt auch so ein paar richtig scheiß Nächte, wo ich auch wirklich nachts so, es war wieder so, also jetzt im Nachhinein wieder so witzig. Ich war dann einfach so gegen Morgen, ich glaube, es war so 4, 5 und ich habe dann Felix geweckt, wirklich so rüttelnd, weil ich mir denke, wie tief kann ein Mensch schlafen? Du weißt doch, was ein Baby zwischen uns liegt. Erst angetippt, keine Regung, dann sanft gerüttelt und irgendwann nur noch rüttel. Du richtig. Ich war innerlich schon so, wie tief kann man schlafen? Ich würde gerne so tief schlafen. Ja, genau. Und ich war wirklich so richtig am Ende meiner Kräfte und war so mit verzweifeltem Blick, ich kann nicht mehr, du musst jetzt übernehmen. Und er aber sofort zu sich aufrecht hingesetzt, hat den Ernst der Lage erkannt, okay, ich übernehme. Powerman. Das war so geil mit. Genau, Powerman. Powerman ist am Start. Powerman übernimmt. Und zum Glück gibt es das aber, dann muss ich dann wieder an Alleinerziehende denken. Wie oft Flo und ich das erste Jahr gesagt haben mit Kind. Oh. Ich so, wie macht man das? Wie macht man das? Das haben wir so oft gesagt. Ja, verstehe ich total. Weil jetzt hatte ich wieder 3 Nächte ja alleine wieder, weil er auf dem JGA war. Und da war es auch die letzte Nacht nicht so geil. Deswegen bin ich auch gerade ziemlich müde und denke mir auch schon wieder, okay, es ist 20:20. Er schläft jetzt übrigens seit 18 Uhr. Das ist so lustig, weil Pina ja auch diese Phase genau in dem Alter hatte. Ging gar nichts mehr. Ich konnte ihn nicht mehr wach halten. Ja. Ja, und gleichzeitig muss er sich aber irgendwie auch finden noch jetzt wieder in diesem Rhythmus. Ich weiß auch nicht, er ist halt todmüde abends. Aber trotzdem sind die Nächte irgendwie gerade unruhig. Wer weiß, was da wieder seine Finger im Spiel hat. Ich weiß gerade gar nicht, wann der nächste Sprung eigentlich anfängt. Seit der Zeitumstellung vielleicht auch? Alles ein bisschen durcheinander? Ja, das auch. Das auch. Naja. Thank you for nothing. Ja, wirklich. Und dann war ich jetzt da 3 Nächte allein und habe auch sofort wieder diese Gedanken gehabt. Weil dann kann ich halt wenigstens Felix wecken und abgeben, ne? Und dann endlich mal loslassen, weil mir das halt alleine super schwer fällt. Verstehe ich total. Ja. Verstehe ich total. So, aber bitteschön, ne? Deswegen, um überhaupt noch sichtbar zu bleiben in unserer Gesellschaft, muss man natürlich zu Power Mom, Working Mom werden, weil das ist überhaupt keine Leistung, die man da bringt. Wir ziehen ja nur die Kinder groß, die unseren Sozialstaat tragen. Kein Problem. Ja, klar. Ist nichts wert. Ich hatte auch so oft jetzt schon Wut wegen dieser ganzen Elterngelddiskussion. Ah, weißt du, da kam noch was Neues jetzt ans Licht. Ich glaube, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. ich war gerade richtig außer Atem, meine Luft war zu Ende. Ich habe es nochmal nachgemacht. Ich kenne ja deine Ticks, aber den kenne ich noch nicht. Ich mich immer noch ein bisschen kurz mit Nachwirkungen von der Schwangerschaft. Weil letztens habe ich schön Post bekommen, weil es macht ja richtig Spaß, als Erwachsene mittlerweile Post zu bekommen. Es können nur Rechnungen sein. Ja. Und es hat wieder eine neue kleine Überraschung auf mich gewartet von der Technikerkrankenkasse. Ja, Frau Drewes, Sie sind ja jetzt in Mutterschaft. Und ja, Sie sind ja freiwillig gesetzlich versichert wegen dieser irgendeiner Einkommensgrenze. Und dann müssen Sie sich jetzt selbst versichern in der Elternzeit. Ja, stimmt, das ich auch. Dankeschön. Ja, ja. Dankeschön. Ja. Dann ist es ja doch nicht Höchstsatz Elterngeld. Ich weiß, es meckern auf hohem Niveau, bla bla bla. Man kann die Debatte führen, wie man will.
Ja, und trotzdem ist es jetzt halt eben nicht der Höchstsatz, wo ich mir auch denke, das wurde ja, das habe ich nirgends gesehen bei der ganzen Elterngelddebatte. Klar, es ging dann auch um Selbstständige und so weiter. Das ist ja auch die größte Ungerechtigkeit. Mhm. Aber jetzt nochmal, weil es dann ja auch so dolle darum ging, hey, ihr habt doch genug Geld, dann braucht ihr doch wohl kein Elterngeld, dann könnt ihr euch doch selbst finanzieren, bla bla bla. Wo ich mir denke, ja, und das ist auch nochmal der Dank, dass ich dann auch noch die Krankenkasse selbst zahlen darf. Das bringt ja die Privilegien mit sich, dass man eben noch mehr zahlen muss. Ja. Und ich finde, das wird auch wieder nicht gesehen, wo ich mir auch wieder dachte, ja, hey, cool, hatten wir in unserem Finanzplan nicht drin, die Rechnung, können wir uns das wieder hinsetzen und das rumrechnen. Schön. Ja, da kriegst du aber einen Teil, glaube ich, dann zurück. Von der Steuer kannst du dir zurückholen. Ja. Immerhin. Bei mir rattert es im Hirn schon gerade nachträglich. Aber du müsstest auf jeden Fall nach diesem Jahr dann einen Auszug bekommen. Oh Gott, habe ich auch schon wieder alles vergessen. Dass du das gezahlt hast. Auf jeden Fall, sobald du arbeitest, sagt der Krankenkasse Bescheid, dass dein Arbeitgeber wieder zahlt. Weil ich habe da eine Forderung bekommen, dass ich ja bitte das weiter zahlen soll. Und ich so, hey, Digis, ich arbeite seit 3 Monaten schon wieder. Wollt ihr jetzt doppelt kassieren oder was? Und die so, oh ja, Entschuldigung, okay. Ja, das ist mir auch erstmal mein Herz in die Hose gerutscht, weil dann irgendwie da eine Forderung von, weiß ich nicht, ein paar Monaten offen waren. Und das geht ja schnell dann hoch, ne? Nicht so. Ja, vor allem der normale Anteil KV ist ja auch richtig hoch, ne? Also es ist ja immerhin ein reduzierter Anteil. Das sind 200, 300 Euro oder so, ne? Ja, aber auch das finde ich noch ganz schön viel. Ja, wie gesagt, monatlich, wenn du wie gesagt 1,8 kriegst, ja? Ja. Also schon alleine. Und da bist du ja noch nicht mal in irgendeinem... Es ist die falsche Debatte zwischen Arm und Reich, weil ja, voll. Da will ich auch nochmal sagen, Elterngeld wurde, also das ist keine, sagt man, sozial blablabla Leistung, jedenfalls keine Leistung, die die sozialen Schwachen unterstützen soll, ist Elterngeld nicht. Elterngeld wurde dafür eingeführt, dass eben insbesondere auch Akademikerinnen weiter noch Gehalt bekommen und ein Anreiz geschaffen wird, dass wieder mehr Kinder geboren werden. Und da gibt es bestimmte 2 Begrifflichkeiten. Das ist natürlich jetzt kacke, dass ich nicht die Begrifflichkeiten mehr weiß. Aber deswegen zählt Elterngeld eben nicht zu solchen Sozialleistungen. Genau, oder ich glaube schon. Schon spät. Ja. Genau, ich glaube auch, dass es einfach generell ins Leben gerufen wurde, um Frauen zu unterstützen und nicht in diese krasse Abhängigkeit vom Mann in diesen Stereotypen gesprochen zu drücken. Genau, und dann überleg dir mal, wie gesagt, wir alle, ne? Eine Wohnung in Berlin kostet zu zweit eine gute, schon bist du bei einer Warmmiete bei 2000 Euro. So. Dann zahlst du, lass es 600 Euro sein im Monat, dann bist du schon noch bei 200, 300 Euro Krankenversicherung, dann sind diese 1,8 ruck die zuck die weg. Ja, klar, ja. Ja, aber wie gesagt, wie du schon sagst, es sollte keine Debatte zwischen Arm und Reich sein und das wurde ja total ausgenutzt, auch von PolitikerInnen und so weiter und ja, die Debatte läuft weiterhin und es sieht schlecht aus, ne? Mhm. Ja, aber wir werden euch auf dem Laufenden halten. Weil das Traurige ist ja wirklich, dass das ja auch wieder so ein Thema ist, wo wieder am falschen Ende einfach gespart wird, ne? Also dieser Anreiz, dass man sagt, okay, und nach 6 Wochen gehe ich wieder arbeiten und ziehe hier meine Businesses auf. Und es gibt die Mütter oder Frauen, und das soll auch so sein, die darauf Bock haben, die dafür brennen und dann auch nicht so das Problem haben, ihr Kind abzugeben, auch den Schlafmangel in Kauf nehmen. Und das alles ist ja alles in Ordnung, aber das darf halt nicht Standard werden, finde ich. Ja. Das ist wieder so eine große Masse, die dadurch verschluckt wird und nicht gesehen wird. Und wir sind ja eigentlich dabei, gerade diese ganzen Themen, Care-Arbeit aufzuwerten und außer Unsichtbarkeit zu holen. Und da finde ich, ist das echt eine Initiative oder voll der Rückschritt. Ja, ich finde auch, das war total ein Schlag ins Gesicht. Wünsche ich mir die Angie zurück. Ich wollte noch eine Sache auf jeden Fall ansprechen. Ich wollte gerade sagen, was auf deiner Liste noch? Auf jeden Fall ein positiver Punkt, den ich krass finde und den ich auch von dir kannte, den kann ich so bestätigen. Wie krass macht ein Baby bitte effizienter und strukturierter?
Ich erinnere mich noch an dich, wie du früher mal, wie du immer meintest am Anfang, Alter, du hast ja auch ein Reel dazu gemacht, was ich geil fand, wie du dich früher dreimal gefragt hast, ob es sich lohnt, für Sport eher aufzustehen. Und dann so, nee, mach ich nicht. Und jetzt mit Baby, ey, was man alles schafft und wo man sich fragt, was habe ich früher mit meiner Zeit getan? Ja, das ist so Wahnsinn. Ne? Ey, ja. Halleluja. Wirklich, wie gesagt, mein Tag ist ja gerade so strukturiert, er ist eine Stunde wach, er schläft eine Stunde. Wirklich, ich bin nur am Rumhopsen und machen und tun und bin aber gefühlt irgendwie auch nicht so fertig, wie ich sonst war von irgendwas. Also klar, ich bin abends mega erschöpft, aber auf so einer anderen Art und Weise. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ich glaube, früher war ich auch öfter mal lethargisch oder so vom Nichtstun und davon dann erschöpft. Ja, man hat so, auf jeden Fall viel mehr Gedanken oder Kapazität für komische Gedanken gehabt. Aber bestes Gefühl wird auch sein, wenn du das allererste Mal wirklich dann auch einen Abend oder einen Tag oder sogar einen ganzen Tag nicht mehr dich um Felix Junior kümmern musst. Ich weiß noch, wie Flo und ich hier in Berlin über die Straße dann zu zweit gegangen sind und ich wusste, okay, wir haben jetzt einen Tag alleine zu zweit. Mhm. Ich habe auf einmal so viel Kappa gehabt, Dinge wahrzunehmen. Ich dachte, ich habe mich fast schon so gefühlt wie auf Droge, weil ich so dachte, wow. So viel Leere im Kopf auf einmal war. Also so viel Freiheit. Ey. Und das ist ja genau das, ja, was du meinst mit... Danach sehne ich mich auch. Dass man so effizient wird, wirklich? Genau Ding überlegt und taktet und plant. Und das ist halt eben auch so ein Thema, was ich finde, wo halt Mütter total schnell oder generell Eltern abgetan werden. Ja, dann kannst du ja keine, weiß ich, 45 plus in einer Woche mehr arbeiten. Ja, wer sagt denn, dass die Arbeit schlechter ist? Wer sagt denn... Ja, genau. Ey, deswegen, im Gegenteil... Anstatt das scheiß Elterngeld zu streichen oder zu kürzen, müsste man endlich mal anfangen, Care-Arbeit zu bezahlen. Und meinetwegen muss es auch nicht einkommensabhängig sein, sondern einfach eine schöne, gute, knackige Summe da für jeden Elternteil hinblättern, die da nämlich zu Hause sitzen und den krassesten Job überhaupt leisten. Und was ich auch so geil fand, manche Firmen raffen es ja auch mittlerweile, dass Mütter einstellen einfach nur eine Win-Win-Situation ist, weil wir nämlich so krass effizient und strukturiert arbeiten, weil ganz oft, ja, ist es dann eine Teilzeitstelle, aber wir schaffen einfach extrem viel, nämlich das, was andere Menschen in der Vollzeitstelle schaffen, schaffen wir in der Teilzeitstelle, okay, weil wir auch noch diese Ansprüche an uns haben. Ich will das jetzt gar nicht loben, aber Stand jetzt ist es so, weil wir nämlich noch diese Ansprüche an uns haben, gerade jetzt noch mehr zu leisten, damit wir nämlich diese Anerkennung in der Gesellschaft erhalten und nicht dieses Abschätzige von wegen, ja, ach, die wieder, die muss jetzt zum Stillen nach Hause und dann immer diese Sprüche, ach, schon Schluss, ja, ach, schön. Ja, genau, das finde ich halt eher so das Doofe, das sollte kein Gütesiegel, na klar gibt es auch die andere Seite oder es gibt genauso viele andere Leute, die auch in der Zeit noch mehr arbeiten und so weiter und so fort, aber immer diesen Automatismus dahinter zu haben, okay, Teilzeit, also weniger, also keine Karrierechancen mehr, finde ich total kurz gesprungen. Und es gibt ja ganz viele andere Fähigkeiten auch noch, die ja unheimlich wertvoll sind, die du als Mutter eben lernst. Sei es Kompromissbereitschaft, sei es eben dieses Einfühlungsvermögen, sei es diskutieren können. Das sind so die ersten Dinge, die mir einfallen. Aber das sind eben Kompetenzen, die automatisch durch das Muttersein gefördert werden oder geschult werden und die auch gesehen werden dürften. Total. Ich tippe gerade nebenbei, weil bestimmt der Kleine gleich wach wird. Aber ich wollte trotzdem noch einen letzten Punkt ansprechen. Ja, Running Gag stimmt, fällt mir noch zu dem Thema zum Abschluss ein. Du hast doch dann auch immer gesagt, Felix, Alina kommt doch seitdem sie Mama ist pünktlich. Ja, genau. Ohne Witz, ja, das fand ich auch immer so witzig. Meine Me-Time ist effizient. Mal gucken. Also bei uns sowieso ja entspannt, ne? Ja. Ich wollte noch auf einen letzten Punkt eingehen. Und zwar, ich muss ihn nachschlagen, weil ich ihn nicht weiß. ach ja, genau. Oh ja, das belastet mich immer noch, dass ich so Angst um unsere Kernfamilie habe. Also jedes Mal, wenn Felix mit Zaro spazieren geht, habe ich Angst, dass Zaro gebissen wird, weil es hier in der Nachbarschaft leider auch so aggressive Hunde gibt.
dann habe ich Angst, dass dem Kleinen irgendwas passieren könnte. Natürlich auch jetzt mit dem Weltschmerz verbunden, auch mit dem ganzen Israel-Nahost-Konflikt. Ey, ich finde es einfach schrecklich. Dann habe ich Angst, wenn Felix ins Büro Auto fährt. Ey, ich habe einfach Angst seit der Geburt. Und das kenne ich so nicht. Wirklich so eine richtig, so eine tiefe Todesangst, dass irgendjemand sterben könnte. Da haben wir uns auch schon einmal drüber gestritten. Hab ich dir ja letztens schon erzählt, als du bei uns warst. Genau, das könnten wir ja dann auch noch mal ein bisschen mehr in der Streitfolge aufnehmen. Aber ja, da muss ich mich richtig zusammenreißen. Und es gab auch ein Praxisbeispiel dazu, weil ich mit meiner Mama am Wochenende ganz kurz einen Abstecher in die berühmte City-Galerie Wolfsburg gemacht habe. Und da sind wir Rolltreppe gefahren. Ging gar nicht. Vor allem die. Mit Kinderwagen meinst du, oder? Ja, also ich hatte ihn tatsächlich nur auf dem Arm, weil wir uns den ganzen Kram da gespart hatten mitzunehmen. Mhm. Und wirklich die obersten Rolltreppen, ich fand's so schlimm. Und meine Mutter so. Ach, runter zu gucken, dann die Höhe. Ah. Genau, weil ich das Gefühl hatte, oh mein Gott, stell dir vor, er fällt runter. Oder plötzlich alles total real. Und meine Mutter meinte, ja, ging ihr genauso. Sie konnte ja seitdem sie mich hatte und dann mein Bruder keine Achterbahn mehr fahren hatte, Flugangst und so weiter. Mhm. Oh, ey. Kann ich jetzt schon in Ansätzen nachvollziehen? Ja, total. Ja, das ist ja auch, das hatten wir ja auch so kurz den, als wir, du mir schon drüber berichtet hast, über euren kleinen Streit und dass du diese Angst öfter spürst, dass ich das auch ähnlich hatte. Und das auch ein Punkt ist, wie eben die Psyche sich neu formt, weil letzten Endes hat man ja eine neue Aufgabe als Mutter und muss auch um sich ein bisschen umsorgter umgehen und man ist eben auch die Aufladestation und der die Go-To-Person. Geil. To-Go-Person. Ja, und somit ist man auch umsichtiger um sich selbst. Und das ist alles, das sind alles Komponenten, wie sich eben unsere Psyche neu an diese Rolle gewöhnt. Und dann kommt natürlich noch voll, könnte, also wäre voll die Chance für dich auch nochmal zu reflektieren, was Angst für dich bedeutet, weil jeder oder jede Mutter hat dann unterschiedlich stark ausgeprägt bestimmte Gefühle, die halt typisch sind in dieser psychischen Entwicklung. Und wenn du merkst, dass es eben Gefühle gibt, wo du insbesondere dran haften bleibst oder die dich länger beschäftigen, kannst du nochmal gucken, was deine Disposition sozusagen oder deine Prägungen im Leben dir mitgegeben haben, dass die diese Ängstlichkeit oder diese Vulnerabilität oder vielleicht sogar auch eher, mir kommt gleich so im Kopf, dass du selber ja auch immer sagst, dass du eher diejenige bist, die Verantwortung übernimmt und die kontrollierend ist. Mhm. Und wenn du natürlich diese Verantwortung, die du immer schon hattest und diese Kontrolle, die du in dir trägst, um eben auf Leute aufpassen zu wollen, noch eine Dimension höher trägst, geht es ja schon in eine sehr beängstigende Größe. Und das wären so erste Punkte oder erste Regionen, die, ja, ich glaube, sich lohnen würden, nochmal so ein bisschen reinzugucken. Mhm. Voll. Könnten wir ja auch mal als Coaching-Folge vielleicht machen. Voll das große Thema jetzt so am Ende nochmal aufgemacht. Ja, genau, weil ich jetzt dachte, also ich würde jetzt gerne tiefer reingehen, aber wir haben schon eine Stunde aufgenommen. Habe ich gerade richtig gemerkt. Wir müssen das schieben. Es ist so Ratter-Ratter und dann abgebrochen. Ja. Mayday, Mayday, no deep dive, no deep dive. Stopp. Yes. Puh, das war ein Ritt durch die ersten 3 Monate, oder? Nicht ja, so klassisch vielleicht, wie man vielleicht gedacht hätte. Aber das waren so die Themen, die uns beschäftigt haben, ne? Mhm. Ist ja auch ein bisschen wärmer jetzt. Kannst du deine Nikrelle-Chai abnehmen? Ja, jetzt bin ich quasi ein bisschen aufgeheizt im Gesicht. Kennst du das? Aber hast extrem ich kalte Füße. Das hasse ich. Dann noch heiße Ohren, ne? Na, Mahlzeit. Dankeschön. Und dein Wohlfühlfaktor ist richtig weit oben. Not. Man muss wissen, Mella hasst es, wenn sie heiße Ohren hat. Ja. Und jetzt bin ich auch noch so angeheizt. Also nicht angeheizt, sondern so im Kopf an. Im Kopf an und muss jetzt schlafen gehen, genau. Und jetzt so, gute Nacht, schlafe dann, wenn dein Baby schläft. Ich hatte das gestern auch, dass ich dann so dolle,
Ich habe nämlich gejournalt gestern Abend noch und eigentlich ist Journaling okay. ja eher sowas, was einen runterbringt, ne? Mhm. Also das hat mich so aktiviert, ich lag noch erstmal im Bett. Ist bei mir aber auch so, weil ich finde, dass es voll viel Raum für Kreatives so schafft, weil total. Ganz oft geht es ja auch darum, so ein bisschen zu visionieren oder so. Ich liebe das ja. Kann ich nicht abends machen. Ich könnte ja. eher so Tagebuch schreiben, so von wegen Gedanken genau. loslassen. Sowas war so tagebuchmäßig eher geschrieben. Ah ja, okay. Und das hat dich trotzdem so hochgebracht? Ja, voll. Das Laterne singen, es ging dir nicht aus dem Sinn. Ein Kuchenduft in der Luft. Ich wusste süß, gar nicht, ey. Dass das auch dann ein Teil des Liedes ist. Kenn ich ist? Auch nicht. Ich kann nur die Melodie. Rabimmel, rabum, bum, bum. Jo. Oder wie Peanut sagt, rabimmel, rabammel, die dumm. Süß. So, ist ganz süß. Sweet, er ist eh, okay, kurzer Abbinder, so süß, was er raushaut mittlerweile. Zwar, scheiße, jetzt kriege ich es gerade nicht zusammen. Eine Sache, die einfach nur cute war, wo ich da hingeschnolzen bin, ich habe ihn morgens im Bett, als er aufgewacht ist, weil er momentan immer zwischen uns liegt, er hat nämlich auch so eine neue Angstphase, dann wachen wir auf und dann guckt er mich meistens an. Süß. Mama, aufstehen? Und dann sage ich ihm immer guten Morgen und oft auch, dass ich ihn liebe. Und dann sagt er, ich auch liebe dich. Ich auch liebe dich. Ich liebe dich. So, ich auch, ich liebe dich. Hat er zu mir gesagt. Love it. Ja. So niedlich. Und dann hat er gestern... Oh, da schmilzt man einfach nur, oder? Voll. Und dann hat er noch gestern zu mir gesagt... Als ich meinte, ich bin stolz auf dich, hat er gesagt, ich auch, ich dich stolz. Süß, ey. Oh Mann, das sind solche kleinen Wunderwesen. Ich liebe sie. Voll. Und es gab ein, zwei Scheiße, da kann ich jetzt nicht mehr rauflassen. Wollte ich mir noch aufschreiben. Da oh ja, mach das. Ich habe die gelassen Sachen gefragt. Als Erinnerung. Ist weg. Vielleicht kommst du noch drauf. Ja. Dann starten wir damit nächstes Mal. So, Broli. Yes. Dann schlaf gut, ihr auch, Hallo. Mamas. Und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.